mein Name ist Andreas Fritsch. Wir sind in Hessen, haben unseren Standort in Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, im genauen Ort des Großzimmern. Bewirtschafte zusammen mit meiner Mutter einen Ackerbaubetrieb mit ca. 150 Hektar, das Grünland. Haben Bullenmast, ca. 250 Plätze, davon 180 bis 200 auf Stroh, die mit der Saphir-Greifschaufel entmistet werden. Die Schaufel ist genauso geworden, wie wir sie uns im Vorfeld vorgestellt haben. Es sind viele Details dran, die wir uns genauso gewünscht haben, wo beim Mitbewerber oder bei den Mitbewerbern nicht so möglich gewesen wären. Wir haben von Saphir die Greifschaufel GSL gekauft, 22. Also die 22 ist 2,20 Meter breite Schaufel. Sollte genau passend auf unseren Lader abgestimmt sein. Wir haben einen Weidemann 5080T. Sollte natürlich nicht unterfordert sein und aber auch nicht überfordert. Also das ist uns eigentlich perfekt gelungen. An Sonderausstattung haben wir von Saphir bekommen dieses dreiteilige Wendemesser, da wir dann halt auch keine lästigen Schweiß-, Flexarbeiten, Lackierarbeiten haben. Da der Stall 50 Meter lang ist, ist das doch schon relativ gefährdet von Abnutzung, also geht schon relativ zügig. Deswegen haben wir uns da hauptsächlich für entschieden, es ist dreiteilig. Dann könnten wir auch von rechts nach links nochmal tauschen und wir können es natürlich auch nochmal drehen. Also man hat schon relativ lang an so einem Wendemesser. Dann haben wir seitlich noch Kantenmesser dazu bekommen, weil wir im Stall Aufkantungen haben von ca. 25 cm. Und die wollten wir seitlich unbedingt dran haben, auch wegen Verschleiß und mehr oder weniger Anfahrschutz noch, dass wir eine sauber an der Kante lang schieben können. Erwähnenswert ist auch die Wandentnahme. Die war uns auch wichtig, da wir Strohballen in Futtermischwagen schmeißen nach der Entmistung. Und um das Stroh restlos an der Wand aufzunehmen, braucht der Greifer eine Wandentnahme. Also das heißt, dass er halt einfach hier so 5 cm ein Stück von der Wand wegsteht bei gerade aufgesetzter Schaufel, dass man komplett an die Wand fahren kann bzw. das komplette Stroh entnehmen kann. Für das VLS haben wir uns aus mehreren Gründen entschieden. Zum einen Stabilität wurde es uns empfohlen. Dadurch, dass das ja wesentlich mehr Anschweißfläche am Schaufelrücken hat, wird das wesentlich stabiler, wie wenn ich die normale Euroaufnahme an den Schaufelrücken anschweiß. Der zweite Grund ist dann auch der Wiederverkauf. Spielt bei uns auch eigentlich eine relativ große Rolle. Gerade weil die Schaufel schon so groß ist, dass die normal an keinen Frontlader mehr angebaut wird, sondern eher an Radlader bzw. Teleskoplader. Es muss nicht geschweißt werden, es muss nicht geflext werden, es muss nicht überlackiert werden. Es muss einfach nur lediglich abgebolzt werden und eine andere Aufnahme dran gesteckt werden und dann kann es eigentlich weitergehen. Also wir sind sehr zufrieden mit der Saphir-Greifschaufel, würden sie weiterempfehlen, würden sie auch immer wieder genauso kaufen. Passt hundertprozentig zu unserem Lader, zu unserem Betrieb, zu dem Einsatz, wo wir mit ihr haben und ja, wie gesagt, die ist perfekt, die schafft was weg und so soll es sein.